Elektromotoren sind ein zentraler Technologiebaustein für die Energiewende. Dabei ist entscheidend, dass sie im Betrieb keine Treibhausgase emittieren. Zudem besitzen Elektromotoren Wirkungsgrade von über 90% und gehören damit zu den effizientesten Antrieben, die wir heute kennen. Im studienbegleitenden Projekt 3D Green Motor sollen die Studierenden einen eigenen Elektromotor auslegen, entwickeln, bauen und prüfen. Die Konstruktionsteile können durch die Studierenden im 3D-Druckverfahren gefertigt werden. Es ist immer wieder überraschend, wie exakt unsere Studierenden die geforderten Leistungsanforderungen erzielen. Dabei erfordert die Entwicklung eines Elektromotors einige Fachkenntnisse. Unter anderem ist ein tiefes Verständnis über die Funktionsweise und die Auslegung des Elektromotors gefordert. Dabei erreichen einige Teams selbst mit den 3D-gedruckten, selbstentwickelten Motoren Wirkungsgrade von über 80%. Die emissionsfreie Stromerzeugung bildet die Grundlage für die Energiewende in Deutschland. Von den heute bekannten regenerativen Stromerzeugertechnologien bietet nur die Photovoltaik und die Windkraft ein ausreichend großes Potenzial, um Deutschland mit emissionsfreiem Strom zu versorgen. Der Verkehrssektor emittiert etwa 25% der Treibhausgase in Deutschland und gehört somit zu den größten Emittenten. Elektromotoren, die mit Wind- oder Solarstrom betrieben werden, können Fahrzeuge vollständig emissionsfrei fortbewegen. Dazu kommt, dass die hohe Effizienz der Elektromotoren dazu führt, dass batterieelektrische Fahrzeuge nur noch etwa ein Viertel der Primärenergie eines Verbrennerfahrzeugs benötigen und somit den Energiebedarf deutlich senken können. Dabei wird auch in Elektrofahrzeugen der Generatorbetrieb der Elektromotoren verwendet. Hierdurch kann die Bremsenergie oder auch die sogenannte potenzielle Energie, welche durch das Bergauffahren gewonnen wird, zurückgewonnen und in der Fahrzeugbatterie gespeichert werden. Unsere Studierenden zeigen uns mit den selbstentwickelten Elektromotoren, wie Technologie und Nachhaltigkeit zusammenkommen müssen, um eine bessere Zukunft für uns alle zu schaffen. Lasst uns diese Fähigkeiten und Technologien nutzen, um eine nachhaltigere Welt zu schaffen.